Yes! Lady Gaga! Hello, hello. How are you? Hi, right, das tut jetzt noch erleben. Please. Thank you. Oh, I need extra space. Extra space. Ich brauche ein bisschen mehr Platz, bitte. Mit der Sense in der Tasche. Yes. Thank you. Herzlich willkommen. Thank you so much. I'm so happy. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich so sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. How you guys doing? Wie geht es Ihnen hier? Ich freue mich auf jeden meiner Gäste, aber war selten so gespannt, jemanden in Person zu treffen, den man von der Musik her kennt, den man aus den Videos her kennt. Die Musik. Ich habe zum ersten Mal Pokerface gehört, habe gewusst, das wird ein Hit. Wie ist das, wenn du im Grunde sagst, ich habe ja im Grunde relativ in kürzester Zeit bist du von 0 auf 100 gegangen. Eine Kollegin wie Madonna hat nun viele Jahre gebraucht, bis sie so bekannt war. Du hast es in kürzester Zeit geschafft, dass selbst ein Sack wie ich Lady Gaga in der Sendung haben will. Wie hast du das so schnell geschafft? Well, ja. The first thing I'd like to say, erst einmal möchte ich noch etwas vorausschicken. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, dein Sohn hat Geburtstag, 27 Jahre alt. So, Glückwünsche von mir. Das ist aber nett. Bitte einen Applaus. Ich roll den roten Teppich aus und sie grüßt meinen Sohn. Ein Weltstar mit Herz. Du bist auch noch nett. Ja. Mein Erfolg. Only because of my fans. Ja, das bin ja nicht ich alleine, das sind meine Fans. I have the most wonderful fans. Ich habe wunderbare Fans in der ganzen Welt. And I just love them, so und ich liebe euch alle. In fact, I have a really big announcement to make. Ich möchte auch noch etwas sagen heute Abend. Das ist eine richtig große Ankündigung. Das möchte ich heute Abend hier in dieser Show machen, ganz exklusiv. I've been fighting with my record label. Ich habe mit meinem Record Label, mit meiner Plattenfirma gekämpft. Because my album as a re-release was entirely too expensive. Mein Album war meiner Meinung nach viel zu teuer bei diesem Re-Release. Meinen Fans wollte ich das nicht zumuten. So last night I ripped it in half. Und gestern Abend habe ich beschlossen, das ganze Paket auseinanderzunehmen. So I will release an entirely new album. Also wird es ein völlig neues Album geben. Am 23. November zum halben Preis, sodass meine Fans nicht so viel Geld ausgeben müssen. Siehst du? Diese. Congratulations. Thank you. Aber ich bin da auch ein bisschen genauso. Ich denke mir, meine Fans, eigentlich dauert die Sendung nur anderthalb Stunden, aber ich mache 3 für die Fernsehgebühren, ist das drin. Same thinking. Du hast gerade gesagt, du hast Fans auf der ganzen Welt, aber trotzdem hast du, und das interessiert mich, eine gewisse Vorliebe für Deutschland. Dich interessiert der Bauhausstil, du liest, man glaubt es nicht, Rilke. Wie bist du auf deutsche Kultur, auf deutsche Architektur, auf deutsche Lyrik gekommen? Rilke ist für mich ganz wichtig, ja. Meine Bibel sozusagen. Ich habe auch hier ein Tattoo auf meinem Arm. Das habe ich mir stechen lassen. In der tiefsten Stunde der Nacht frage dich selbst, ob du sterben müsstest, wenn es dir nicht erlaubt wäre zu schreiben. Schau tief in dein Herz, wo die Antwort liegt, und frage dich selbst, muss ich schreiben? Hast du gewusst, dass Lady Gaga Rilke auf dem Arm hat? Damit kannst du bei Günther die Millionenfrage gewinnen. Ja. Man muss allerdings wissen, wer Lady Gaga und wer Rilke ist, sonst kommt man nicht bis zu 1 Million. Ja, das ist das Schwierige in dem Geschäft. Also ich habe ja auch viel Zeit in Deutschland verbracht, auch in Osteuropa.
Und das Fame Monster, das neue, die neue Album, ist sehr beeinflusst von Gothic Industrial Music, gotischer Musik, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe. Das war mir eine große Inspiration. Ich habe also ein Album geschrieben, auch selber produziert. Das ist ein Experimentieren mit diesen industriellen Klängen und der gotischen Musik. Ja. Und das geht natürlich als Geschenk an meine Fans. Und wir haben für die Fans in der Tat jetzt als Weltpremiere, noch niemand hat das neue Stück gesehen, Bad Romance. Wir werden jetzt einen kleinen Ausschnitt, ein paar, naja, halbes Minütchen, aber dann wisst ihr zumindest, wie es weitergeht. Wir sagen euch gleich, wo ihr den Rest hören könnt. I can't give it all away. Ich kann das ja nicht alles jetzt einfach so rausgeben. But you know, we have a little bit of Bad Romance. You won't believe it. I can't wait for you guys to see. Ja, okay, hier ist es. Mich, lassen Sie uns das der neue Titel von Lady Gaga, Bad Romance. Bad Romance, das ist also die neue Lady Gaga. Hört sich auch nach Hit an. Deine Vorbilder, Freddie Mercury von Queen und David Bowie, habe ich alle noch kennengelernt. David Bowie saß schon auf dieser Bank hier. He's so smart. Er ist so wunderbar. Ein ganz intelligenter Mensch, er ist unglaublich. And you know, for me, growing up and going to school, als ich zur Schule ging früher und noch jünger war, habe ich mich irgendwie wie ein Freak gefühlt, anders als die anderen. And then I discovered David Bowie. Und dann habe ich David Bowie entdeckt. Und plötzlich dachte ich, ja, das ist es ja. Wisst ihr, bei mir war das so, Harald Schmidt, ich habe Fernsehen gemacht, habe ich gedacht, bist du der Einzige? Du, ich fand dieses Video, das erinnert mich an diesen Woody Allen-Film, was sie schon immer über Sex wissen wollten. Ja, remember, stimmt. Wo die Spermien nicht abspringen, weil sie Angst haben, im Handtuch zu landen. Ja, wissen noch die Kinofreaks und ja, genau, war ein bisschen was in weißen Anzug da unterwegs. So, hast du ein paar von den Wetten gesehen? Lady? I did. Ja, einiges habe ich beobachten können, aber ich bin ja auch geschminkt und habe mich gestylt. Das hat seine Zeit auch gebraucht. Lass mal, jetzt bin ich mal gespannt, wer...